Hallo, liebe SWN-Zuschauer. Also heute habe ich vielleicht wieder mal ein neues Geschichtle aus meiner Kindheit, Lebenheit, Kindheit. Na, also früher, so 1966, 65, 66, da gab es im NDR mal eine Fernsehserie für Kinder und da ist es zum Gange um Indianerkultur und ist darum gegangen, also die Leute, die Kinder also wegen zum Basteln zu bringen. Und man hat Geschichten erzählt über die Indianer und so weiter. Und man konnte da in einem Indianerclub beitreten. Und ja, wir sind also nach Rödlein gezogen, waren also neu, neig schmeckt in Rödlein, waren der Zugreister, ne? Und mein Vater hat da ja ein Haus gebaut. Und ja, ich habe da das Indianerclub gesehen im Fernsehen und man sollte ja draußen überall so Clubzentren gründen, also so Indianerclub-Außenstellen gründen. Und da kam ich auf die Idee, machen wir in Rödler auch. In Rödler machen wir einen Indianerclub. Also in die Schule gegangen. Ja, erst habe ich mir ein Clubabzeichen bestellt. Das Clubabzeichen war so oval, so länglich oval. Und war so Indianer-Ding drauf da und dann NDR, Indianer-Club, war drauf gestanden. Und das konnte man also sich bestellen. Und ja, damit war man also Indianer-Club. Und ich habe mir also das Zeichen bestellt, an da gemacht, dann die Kleidung, Indianer-Club. Ja, es waren also einige sofort dabei und haben da gesagt, jawohl, das machen wir, Indianer-Club, das ist eine super Sache, eine super Idee, Indianer-Club in Rödler. Ja, also, was machen wir? Wie fangen wir an? Also, Indianerclub braucht natürlich ein Haus, eine Unterkunft, ein Tipi. Ja, aber ein Zelt haben wir halt nicht gehabt. Aber Wald haben wir gehabt, ne? Jede Menge Wald haben wir gehabt. Und ich habe ja schon mal erzählt, wir haben Unkenbach gespielt, Richtung Schwarmer Wald da drüber. Und da gab es also so eine Brücke und konnte man also den Bach anstaunen. Da wurde immer Angst haben, wenn sie Baldrian gewaschen haben und Erika und das ganze Kräuterzeug da. Das haben sie da im Bach immer gewaschen. Und da konnte man dann also anstaunen. Da haben wir im Sommer immer Schiffle fahren lassen oder haben den rumgepatscht, den rumgeschwommen und so. Das war halt unser ja, Freizeitland. Na, wie man heute sagen würde, Freizeitland Unkenbach. Und da war halt, der Bach ist also so um so Inseln rumgefahren und da sind wir auf die Idee gekommen, da war so Gestrüpp. Klar, der konnte ja kennen, an dem Bach, da konnte ja kennen, was machen, da war so Gestrüpp, so ganz Eck. Ne? Und da haben wir gesagt, wir bauen ein Blockhaus. Ein Indianer-Blockhaus. Und da waren natürlich einige Kinder dabei, die hatten Eltern in der Landwirtschaft, die sind dann mit großen Geräten gekommen. Und dann haben wir losgelegt und haben ein Blockhaus angefangen zu bauen. Bäume hat es ja genug gegeben, gell? Und dann wird, 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 jump, neigestampft und gebohrt wegen und bup, bup, stepp, stepp. Ruckzuck haben wir ein kleines Baumhaus, also so ein kleines Häusler gehabt, Blockhaus. Und wir waren stolz wie Harry, gell? Stolz wie Harry auf unser Indianer-Blockhaus. Ob die ja auch nicht überhaupt im Blockhaus gewohnt haben. Nicht, ja. Aber es war ja egal. Es musste halt einfach einsam sein. Ne? So hinterher denken wir, man hätte ja vielleicht mal zum Bürgermeister gesollt. Ne? Wäre vielleicht besser gewesen, wir einfach in unser Leichtsinn da so Hütten zu bauen. Naja, auf jeden Fall war das dann schon ein wenig Form angenommen. Dann hat man das auch schon gesehen. Gell? Von außerhalb vom Gestrüpp hat man plötzlich gesehen, da steht was. Und eines Tages war ich halt, so nach ein paar Tagen, war ich halt alleine mal dort. Hab mich umgeguckt, weil wir hatten ja mal Angst, dass andere Klicken kommen und unser Blockhaus einreißen. Ne? Also bin ich mal hin, hab mal nach dem Rechten geschaut und da sehe ich da so einen Jagdhund um die Ecken rumkommen. Denke ich, oh, ein Jäger. Ja, nix war so Scheißele. Der Förster war da. Und hat er mir am Schlawittler gepackt, gell, von hinten. Ne? Der Hund vorne dran. Ne? Und da hat er mir am Schlawittler gehabt. Und was macht ihr da? Seid ihr ein wenig blöd oder was? Was soll denn das? Na, da habe ich ihm erklärt, dass wir Indianerclub und dass wir Blockhaus gebaut haben und so weiter. Da hat er gesagt, das könnt ihr doch nicht einfach machen. Na, sag mal, seid ihr, was denkt denn ihr euch? Na, ihr könnt ihr einfach die Baum umhauen und da Blockhaus bauen. Na, das geht doch nicht. Wer hat denn euch das auch gestiftet? Na, dann haben wir gesagt, das war der NDR.
Der NDR hat uns angestiftet. Na, auf jeden Fall hat er gesagt, ich soll verschwinden. Wenn ich gleich verschwinde, hättest du seinen Hund ab mich. Also ich natürlich Fersengeld, das war ein großer Hund damals. Ne? Ich Fersengeld und ab und heim. Ne? Der Hundling hat mich natürlich gekannt. Ist natürlich gleich wohin, ne? Zu meinen Eltern, zu meinem Vater, zu meiner Mutter. Na, riesen Predigt. Und ich habe dann mit zugemüsst und eine riesen Predigt gehalten gekriegt. Na, ob wir noch ganz sauber im Kopf sind. Ne? Wir können doch nicht einfach die Bäume umhauen. Hat er ja recht, das geht ja nicht. Heutzutage würde ich es auch. Ne? Also ich du. Ne? Aber ja, wir waren halt Kinder. Ne? Und naja, auf jeden Fall hat der Förster getobt, hat ihn in den Indianerclub aufgelöst, für beendet erklärt. Das Holz, wo da war, das ist zu Brennholz gemacht worden. Und dann war die Sache erledigt. Heutzutage, wenn sowas wäre, da kriegt man ja Jugendarrest, ne? Da müsste man ja vom Josef Ganga Strass kehren, ne? Oder irgendwas. Aber damals, da hat es eine Predigt gegeben, der Indianerclub ist aufgelöst worden, wir sind geschimpft worden, ne? Der Vater hat gesagt, du darfst jetzt 14 Tage Fernsehen mehr gucken, das hat dann ungefähr 8 Stunden gehalten. Aber so war es halt damals, gell? Ich war froh, dass ich damals gelebt habe und nicht heute. Ich glaube, ich hätte schon ein paar Vorstrafen, ne? Was ich für Dinge gedreht habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immer nichts Böses, ne? Aber so, manchmal so, ja, so, aus der Euphorie raus, ne? Also, lasst es euch gut gehen. Übrigens bei uns, wir haben mal Schietwetter, ne? Kalt ist es, neblig ist, Schweinfurt ist also wirklich nicht schön heute. Und heute Abend wollen wir schon wieder auf Montagsdemonstration gehen. Ich bleib daheim, ne? Also, macht es euch gut. Bleibt mir treu und das nächste Geschichtler kommt bestimmt.